Ist ja auch nett, ne? Ja, absolut. Und jetzt du mit Fußball wieder. Okay, mache ich weiter. Die deutsche Fußballnationalmannschaft will da anknüpfen und weitermachen, wo sie im September aufgehört hat. Nach dem 3-Siege-Start in der WM-Qualifikation strebt man die nächsten Erfolge an. Morgen gegen Rumänien und Montag in Nordmazedonien. Der Bundestrainer plant einen Erfolg fest ein und hofft spielerisch auf weitere Fortschritte. Der neue Chef hat den Konkurrenzkampf neu entfacht. Alle im Kader sind einsatzbereit. In der Innenverteidigung werden Niklas Süle und Antonio Rüdiger spielen. Das Team will die Fans begeistern, doch Rumänien steht hinten stabil. Sie haben die letzten 3 Spiele zu 0 in der Gruppenphase auch gespielt. Das heißt, wir haben eine starke Defensive, eine eingespielte Defensive. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir da eine hohe Intensität auffahren, den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen. Flick ließ offen, ob Reus oder Müller auf die offensive Position im Mittelfeld rückt. Kicken sie so schnell und direkt wie eben beim Abschlusstraining, dann könnte es ein recht flottes Länderspiel werden.